Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba. Heutiges Thema ist die Kastration. Das wurde sich gewünscht und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, mal meine oder unsere Gedanken dazu, zu dem Thema, ja, einfach mal kundzutun. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass das also einfach, ja, unsere Gedankengänge dazu sind. Ja, also ich bin kein Tierarzt, kein Hundetrainer oder sowas, sondern es ist einfach meine Meinung zum Thema. Ja, und so möchte ich das auch eingruppiert wissen. Ja, also wenn man uns nun über die Kastration unterhalten, muss man dazu als erstes mal wissen, dass die Kastration bedeutet, dass also beim Rüden die Hoden komplett entfernt werden. Das ist anders als bei der Sterilisation. Da geht es nur darum, die Samenleiter zu durchtrennen. Ja, dann werden die Samenleiter also durchtrennt und deswegen ist er dann nicht mehr zeugungsfähig. Und bei der Kastration, da kommt also ja direkt alles ab, was dann auch dazu führt, dass weniger Hormone produziert werden. Und das kann das Verhalten des Hundes ein Stück weit ändern und darauf gehe ich jetzt mal ein bisschen näher ein. Man sagt immer so, dass die Rüden dann ruhiger würden, wenn sie kastriert wären. Und das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn die Kastration hat zur Folge, dass sich, wie gesagt, also die Hormone ein wenig ändern. Das hat allerdings nur Einfluss auf das Sexualverhalten von so einem Hund. Ja, das bedeutet also, wenn der, ja, jetzt halt hier den Hündinnen hinterher schnüffelt oder halt eben da gerne hin möchte, ja, weil er halt eben, ja, weil er halt eben den Drang dazu hat, dann ändert sich das, ja, und wird da halt eben weniger bzw. ganz aufhören. Und der Hund wird nicht anfangen, nur weil er kastriert ist, jetzt plötzlich besser zu hören oder nur noch in der Ecke rumzuliegen oder sowas, weil er einfach irgendwie ruhiger geworden ist. So ist es nicht. Allerdings hat die Kastration beim Rüden auch, also wahrscheinlich auch bei der Hündin, allerdings spreche ich jetzt also wirklich nur für den Rüden, ne, weil ich mich jetzt nur damit auseinandergesetzt habe, im weitesten Sinne. Also das hat also auch zur Folge, dass der Stoffwechsel ein wenig zurückgeht und dadurch neigt der Hund dazu, ein wenig Fett anzusetzen. Und ja, das ist wie bei uns Menschen, ne, so ein schlanker Mensch, der ist halt vielleicht auch ein bisschen aktiver dann als ein nicht so schlanker Mensch. Und mit anderen Worten, wenn ich also aus unserem Hund einen Moppel mache, ja, dann hat das zur Folge, dass er wahrscheinlich ein wenig weniger aktiv sein wird. Und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieser Mythos, dass sie dann halt ruhiger werden. Jetzt will ich natürlich nicht versäumen, dazu zu sagen, wie es jetzt mit Simba weitergeht. Also Simba wird nicht kastriert, also aus den vorgenannten Gründen. Er wird dadurch nicht besser hören oder sowas. Ja, es hat also Einfluss rein auf sein sexual gesteuertes Verhalten. Ja. Und was nicht heißen soll, dass so eine Kastration niemals Sinn macht. Nee, also das, der Meinung bin ich auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Reihenhaus wohnt und der Nachbar links und rechts, die haben jeweils Hündinnen und der eigene Hund, mit dem ist dann im Prinzip nichts mehr anzufangen, weil der nur noch schmachtend am Zaun hängt und sein größtes Problem ist, wie komme ich jetzt darüber? Ja, dann macht das vielleicht schon Sinn. Oder auch wenn man mehrere Hunde hat. Ja, also es ist ja jetzt nicht so bei jedem wie bei mir, dass man halt nur einen Hund hat, sondern vielleicht hat man auch mehrere. Da macht das vielleicht auch Sinn, ja, dass man also auch vermeidet, dass man jetzt permanent irgendwie, ja, neue Welpen produziert, ne? Oder auch das Ranggefüge, dass sich das irgendwo einpendelt in so einer Gruppe von mehreren Hunden. Ja, also das hat schon alles seine Richtigkeit, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, zu kastrieren. Ja? Bei Hundedamen wird das ja auch gemacht. Ja, also es ist ja nicht nur beim Rüden so, sondern auch bei den Hundedamen. Da werden dann halt die Eierstöcke entfernt. Der Unterschied zum Rüden ist, dass man das da halt einfach nicht sieht. Ja? Das ist eine Sache, die findet im Körper statt. Die sieht man halt von außen nicht auf den ersten Blick. Und ja, wenn der Rüde halt seine Glocke nicht mehr hat, ne, dann erkennt man das halt direkt. Ne? Ja, so sind im Prinzip meine Gedanken dazu. Und ja, Simba darf seine also behalten. Nicht, weil ich das so einfach
aus der Männersicht, sage ich einfach mal so platt, gerne hätte, sondern weil es für uns also so eine Kastration relativ wenig Sinn macht. Wir haben nicht das Problem, dass wir so viele Hündinnen bei uns in der Nachbarschaft haben. Wir haben dann eher mal den einen oder anderen Rüden. Und was einem auch passieren kann, also das sind alles Sachen, die habe ich gehört bzw. mir angelesen. Ne? Also ich selber war nicht in der Situation, aber dass wohl dann auch so ein Rüde von den anderen Rüden nicht mehr unbedingt als Rüde wahrgenommen wird. Also das kann dann auch bedeuten, dass der dann schon mal bestiegen wird von anderen Rüden oder so. Ne? Jo, ich würde es jetzt auch nicht in die Länge ziehen wollen. Das sind meine oder unsere Gedanken zu diesem Thema. Und ja, wenn ihr also weitere Themen, Vorschläge habt, was hast du denn da? Ah, okay, da hat jemand was hinterlassen. Nee, komm mal weiter, Simba. Komm weiter. Das sind also meine Gedanken zu dem Thema. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für Themen oder was interessiert oder auch spezifisch jetzt, was auf Simba zutrifft, immer rein in die Kommentare und dann wird da sicherlich auch was kommen. Vielen Dank an der Stelle und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.